Moin, Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Ich weiß nicht, welche Nummer, aber das werdet ihr im Titel sehen. So, genau, ich bin gerade auf dem Weg hoch in die Baustelle. Auf die Baustelle. Erstmal schaut mal, wie ordentlich das hier aussieht. Hammer. So, aber erstmal gehen wir nach oben, denn meine beiden Mäuse sind oben. Oh, Baby, hört ihr schon? Und wir bauen nämlich gerade den Kleiderschrank bei der Lüden auf. Und ich bin völlig aus der Puste. Das Babybett steht schon und jetzt bauen wir den Kleiderschrank auf mit euch zusammen. Und da wollten wir euch jetzt natürlich ein bisschen mitnehmen. Damit ihr das auch seht, wie das denn aussieht. Ich habe die kleine Babymaus mal auf dem Arm. Und zeige euch einmal, das hier kennt ihr schon, den Flur. Und Felix hat jetzt aber gestern und heute noch ein bisschen hier im Ankleidezimmer das Laminat gelegt, einmal gestrichen und auch die Balken gemacht. Das hat Felix jetzt nochmal gemacht. Und genau, jetzt haben wir hier so einen schönen Übergang. Hier sind noch überall so Leisten dran. Hier eben unser Bett. Und hier ist jetzt auch schon alles vorbereitet, also von draußen, um das Fenster reinzumachen. Das ist der nächste Step sozusagen. Und hier genau liegt halt Laminat. Und hier ist das Kinderzimmer. Auch hier haben wir so eine Leiste dran. Und hier ist eben das Bett, was ich gestern aufgebaut habe. So sieht es aus. Das soll auch genau hier stehen, wo es gerade steht. Ich habe zuerst gedacht, das ist sehr beklemmend, wenn man reinkommt. Aber es schließt fast genau mit dieser Wand hier ab. Und es passt sehr, sehr gut, finde ich. Oder was? Ich finde das auch super. Passt sehr gut. Es wäre auch zu blöd, wenn also ein bisschen... Der Raum muss ja durch die Möbel auch verloren gehen, sonst der Raum ist ja sonst viel zu groß. Ja, genau. Und ich finde es einfach perfekt hier, weil die Wand ist genauso groß wie das Bett. Ihr seht hier. Und hier geht er auch fast direkt an den Balken ran. Also wir haben hier nur so ein kleines Stück noch frei. Und ich finde, das passt einfach perfekt auch mit dem Himmel. Der Himmel kommt dann da oben an die Decke und dann fällt er hier schön an dem Baum vorbei. Und der Baum sozusagen ist dann noch so frei. Das finde ich einfach passt sehr, sehr gut. Und genau, das hier steht das Bett hier. Hier haben wir auch schon zwei kleine Kistchen drin und eine Matratze. Und der Rest steht hier, also ihr Teppich steht da noch, das sind, ist ihr Himmel. Hier haben wir noch so einen Stubenwagen. Und hier habe ich jetzt unseren schönen Sessel, da sitzen ich und die Maus gerade die ganze Zeit. Genau, der Kleiderschrank kommt jetzt an diese Wand da. Und hier an diese Wand kommt der Wickeltisch. Und dann haben wir hier alles voll mit den nötigen Möbeln. Und hier hinten kommt dann so ihre Kuschel-Spielecke. Und hier haben wir auch noch die Garderobe. Ich weiß nicht, wo die noch hinkommt. Da werden wir aber, denke ich, auch einen Platz finden für die Garderobe. Ich finde nämlich auch so schön. Genau. Ausblick sagt dieses hier. Ein richtig schönen Sonnenuntergang da hinten. Hammermäßig. Genau. Metalldübel. Überleg mal, was der ausfallen kann. Jetzt geht es hier erstmal einen Schrank bauen. Es fragen immer noch so viele. Unser Kinderzimmer ist von Paidi. Genau, das haben wir damals gekauft. Da gibt es auch ein Video zu, wo wir das gekauft haben. Da zeige ich euch das nochmal, wie es ganz genau aufgebaut sieht, aussieht. Seht ihr doch gleich auch ganz. Ja, das, aber da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Überlegt mal. Wer denkt sich sowas aus? So, nach einer kleinen Wickelpause hat Felix schon einiges geschafft hier. Der untere Korpus steht, würde ich sagen, oder? Der untere Korpus ist gleich fertig. Ich sehe, ich habe ein Schräubchen vergessen. So sieht das Ganze jetzt aus hier. Ist auch schon etwas dunkler geworden, wie ihr da seht. Deswegen haben wir jetzt hier schon Licht. Kleine ist, wie gesagt, frisch gewickelt. Und jetzt schauen wir mal, wie lange das hier noch geht. Das war vergessen. Oh, nicht mehr ewig. Nicht mehr ewig. Meinst du? Willst du jetzt schon zusammenbauen? Ich habe ja... 90% der Teile sind ja schon vorgearbeitet, dass ich jetzt nur noch stecken muss. Weil ich, das Schlimmste ist eigentlich immer diese ganzen Sachen reinschrauben. Weil dann muss ich jetzt muss ich aber noch zusammenstecken. Ja, dann musst du da zum Beispiel überall diese schwarzen Dinger da reinmachen. Sind ja überall schon. Ja, ja, musstest du aber alles. Also zwei Sachen habe ich vergessen. Sonst ist es ja schon. Schauen wir mal, ich bin so gespannt, wie das aber aussieht. Das sind auch so Rückwände, damit du die Rückwand nicht eindrücken kannst. Mhm.
mein Lieben. Er steht an Ort und Stelle und ich muss echt sagen, wow, der ist so riesig, ey. Also im Laden sah der auf jeden Fall nicht so groß aus. Aber er steht jetzt dahin, oder steht jetzt da, wo er stehen soll. Und jetzt kommt nur noch der Deckel, da wo Felix gerade einen Tritt. Und dann, glaube ich, machst du Feierabend für heute, ne? Ja, maximal hänge ich noch die Türen ein. Also einige Böden, das werde ich noch machen, das ist ja Kleinigkeit, damit er nicht so schlagt. Mhm. Du tust da eh nicht mehr, wenn der Deckel drauf ist, aber... Hier sind die Einlegeböden. Genau. Aber so habt ihr schon mal ein Bild dafür, sieht das Ganze aus. Bild dafür? Und davon, ja. und hier kommt ja die Wickelkommode und die kennt ihr ja schon, da wisst ihr, wie die aussieht und genau. Die wird denn hier, stellt euch sie einfach vor, wenn sie hier so steht. So, jetzt schauen wir mal, wie der Herr das macht hier. Jetzt ist sie aber falsch, nee, doch nicht. Deine Mutter ist übrigens wieder hier auf Mamas Arm. Die geht nämlich jetzt auch gleich schlafen. Na, wird das was? Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin mal wieder auf der Baustelle und wollte euch kurz ein Update geben, denn das Video ist ja noch nicht vorbei hier. Sondern, ja, wir haben den Kleiderschrank aufgebaut. So sieht das jetzt aus. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und, wenn man hier oben ist, ist man voll aus der Puste. Ja, wir haben auch schon den Himmel angehängt und das erste Bild angehängt. Die Türen sind drin, unglaublich. Wir haben Türen, Leute. Aber ich zeige jetzt einfach mal alles. Ja, wir haben hier also schon mal einen Sessel. Der Stubenwagen, der hier stand, den haben wir jetzt verkauft. Dann haben wir hier die Garderobe von der kleinen Maus. Ihre Erinnerungskiste haben wir schon. Wie gesagt, haben wir den Himmel angehängt. So sieht das Ganze jetzt aus. Richtig schön, oder? Dann hier haben wir ein Foto oder beziehungsweise so ein Bild von der Kleinen schon aufgehängt. Dieser Feudel, ey. So, genau, ich habe nämlich auch schon den Feudel parat, weil ich wollte jetzt hier mal durchfeudeln. Und genau, hier im Bett haben wir auch schon die ersten Kuscheltiere und so. Das liegt da einfach nur so drin, weil die Kleine manchmal schon da drin liegt, wenn wir hier oben sind. Einen kleinen Türstopper haben wir hier, weil die Tür sonst immer gegen das Bett knallen würde. Voll süß, oder? Richtig niedlich. Und genau, wir haben Türen. Tada, die müssen auch noch geputzt werden, wie ihr seht. Total dreckig. Aber ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus, hier mit dem Kleiderschrank. Und oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ja, die Türen waren eine ganz schöne Arbeit. Weil wir das hier auch noch einschneiden mussten und so, weil die Ecke ja hier ist. Ja, das war schon eine ganz schöne Arbeit. Aber wir haben jetzt hier eine Tür. Hier sieht der Flur aus. Oder so sieht der Flur aus. Und hier im Schlafzimmer haben wir auch schon eine Tür. Die geht allerdings nach außen auf. So, da möchte ich jetzt nicht mit euch reingehen, denn da ist was passiert, was ich euch im nächsten Baublock zeigen möchte. Aber wir können mal ins Gästezimmer, da liegt auch schon die Tür, also eigentlich stand, die ist nur rausgefallen wieder. Im Bad. So, im Bad haben wir nämlich auch schon hier die ersten Regipsplatten und auch schon Anschlüsse und hier auch überall schon Wasserrohre, HT-Rohre und für die Dusche hier alles schon fertig. Also, es geht voran, Leute. Aber es geht jetzt erstmal hier für mich ins Babyzimmer, weil ich, wie gesagt, hier einmal durchfeudeln möchte. Und dann will ich das hier schon mal alles wegräumen. Ein paar Sachen davon können wir schon in den Schrank hängen und so. Weil langsam geht es hier wirklich ans Einrichten. Und ja, Fußleisten kommen noch. Da haben wir uns jetzt schon was ausgeguckt. Und das kommt jetzt auf jeden Fall auch noch, falls da jetzt wieder einige fragen. Und genau, also ich werde jetzt erstmal hier die Schrauben wegräumen und dann einmal durchfeudeln. So, einmal durchgefeudelt und jetzt würde ich mit euch zusammen
unseren Teppich auspacken. So. Er ist so schön. Auch er ist so schön. Aber er ist ein bisschen klein, finde ich, oder? So. Hier ist noch ein Haar von mir. Noch ein. Oh, wie schön. Schauen wir nochmal. Ja, aber er ist echt ein bisschen klein für das große Zimmer hier. Ja, aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht kommt er noch ein bisschen mittig hier. Oh, das sieht so verloren aus hier in dem Zimmer, oder? Schreibt mir in die Kommentare. Ich finde, das sieht so ein bisschen verloren aus. Da sind noch voll die Schatten. Ich muss gleich nochmal rüber. Nochmal rüberwischen hier. Ja, aber es muss sowieso nochmal gemacht werden. Ich wollte jetzt nur einmal den groben Staub. Oh, sieht das schön aus. Ja. Schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt haben wir hier schon unseren einen Babybauch drin. Da kommen wir natürlich noch in die Schubladen und so rein. Und hier habe ich auch noch ganz viel Zeug. Der andere Babybauch. Noch ein Himmel. Und noch ihre ganzen Klamotten, die noch zu groß sind. Die würde ich jetzt auch nochmal alle aufhängen im Kleiderschrank, damit die Kisten hier verschwinden. Beziehungsweise können wir die Kisten auch eigentlich da oben rausstellen, damit hier die Wickelkommode dann noch hin kann. Ach, das ist so schön, oder? Auch hier der Anblick mit dem Bett und so, ach, das gefällt mir. Genau so wollte ich das, Leute. Genau so wollte ich das. Ja, meine Lieben, und ich würde jetzt auch diesen Bauvlog hier beenden, denn ich würde jetzt gleich auch gerne einen neuen anfangen und euch noch das Schlafzimmer zeigen, weil, wie gesagt, da ist echt was Großes passiert. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, ob ja, ob nein. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!